Hallo, hallo, hallo. Wir sind hier wieder bei Daily von Shokibanoki. Ja, ich bin der Sashi und das da ist der Christian. Gute. Und wir haben heute den 4. Oktober und am 4. Oktober haben wir ein Geburtstagskind, das wir beide kennen, aber nicht so berühmt ist. Oh. Ja. Die Tanja hat Geburtstag. Die Tanja hat Geburtstag, die hier bei uns beim Sportblog da immer mitmacht, weißt du? Ach so. Ja, genau. Tanja, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Alles cool, alles cool, genau, alles cool. Genau. Tanja, Mensch, bist du eine alte Kiste mittlerweile. Ja. Aber am 4. Oktober hat auch Geburtstag Susan Sarandon. Susan Sarandon ist Geburtstag. Ja, die hat bei Selma und Louise mitgespielt. Kennst du noch? Ja. Ja. Susan Sarandon ist am 4. Oktober 1946 geboren. Also ist schon ein älteres Kind, so kann man schon sagen. Ja, ja, genau. Aber was gibt der 4. Oktober noch her? Am 4. Oktober 1886 wird die Stadt Johannesburg gegründet in Südafrika. Echt? Und warum? Weil man da Gold gefunden hat. Ach so, ja. Ah, okay. Und dann ist die Stadt gewachsen, 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 Dorf, kleines Dorf gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und bereits 1895, sprich 9 Jahre später, haben über 100.000 Menschen dort gelebt. Hammer! Und jetzt ist die Stadt viel größer als früher. Bisschen größer, ja. Bisschen größer. Genau. Am 4. Oktober 1877, da meldet Nikolaus August Otto den Viertaktmotor zum Patent an. Ja. Viertaktmotor, weißt du, was ist? Ja. Aber ich überlege gerade, 1800, wie viel? 1877. Okay. Ja. Das wäre später gewesen. Ja, nee, später. Bereits 1862 hat der deutsche Ingenieur nach dem Vorbild des Gasmotors den ersten Viertaktmotor konstruiert. Das heißt, er hat den erst zum Patent 15 Jahre später angemeldet. Okay. Ja. Ja, das war am 4. Oktober, was wir alles am 4. Oktober hatten, ne? Tanja hat Geburtstag. Susan Sarandon hat Geburtstag. Südafrika gegründet. Nicht Südafrika ist gegründet. Johannesburg in Südafrika. Johannesburg ist gegründet worden. Und der Viertaktmotor wurde zum Patent angemeldet. Ja. Ja. Jetzt könnt ihr rausgehen in die Welt und könnt ihr mit dem. Streut das Wissen. Mit dem Wissen angeben und morgen wieder einschalten am 5. Oktober. So machen wir es. Cheerio, Miss Sophie.